hat gar keine Zeit mehr, irgendwas drüber zu sagen. Aber jetzt sehen wir gleich den ersten Mann. Die sind on fire, die wollen sofort rein. Sofort rein, die sind heiß. In die Kluft. Ja, so, zieh an, bam rein. Beat My Bierwurst mit dem nächsten Mann. Geiler Name auch an der Stelle. Also schau mal, die Banden, die letzten Mal haben sie uns irgendwie so ewig warten lassen. Jetzt nach Yasuo. Jetzt sag ich es 187. Jetzt Yasuo, die sind Xerath und Bart rausgenommen. Das, die ersten vier Bands. Nie Toilet Paper jetzt mit dem nächsten Bann. Wie gesagt, es ist ein Match. Wir gehen dann später nochmal in den Gamefacts vielleicht kurz drauf ein. Nie Toilet Paper mit einem Sieg erst und fünf Spielen. Und auch LT Supreme mit fünf Spielen und auch keinem Sieg. Also entweder LT Supreme mit dem ersten Sieg der Frankenfeindes für sie oder Nie Toilet Paper macht nochmal ein paar Plätze gut, auch wenn es ein bisschen relativ ist, denn sie haben 6 Punkte Rückstand auf den nächsten Tabellenplatz. Ja, beide Teams sind schon ausgeschieden auch. Müsste man vielleicht auch noch dazu wissen. Also es kann sein, dass die beiden jetzt hier ein bisschen was ausprobieren oder sich halt denken, okay, bloß nicht Letzter werden oder sowas in der Richtung. Aber trotzdem, natürlich können beide noch für den Sieg gehen. Wir haben jetzt hier noch 3 Bands mittlerweile bekommen. Den Lee Sin haben wir ja gerade gesehen in dem Game. Den Olaf haben wir heute auch schon gesehen. Und die Syndra, die haben wir vorhin auch gebannt gesehen. Ja, Syndra-Band vorhin auch schon am Start gewesen. Jetzt der erste Pick von Beat My Baby aus dem Toplaner von Nie Toilet Paper. Also wirklich geiler Teamname, geiler Ingame-Name. Und er pickt nah Toplane, also für ihn auch gleich der erste Pick am Start. Also man sagt sich, wir wollen den Toplaner first picken. Im letzten Game war ja so beide Toplaner als allerletztes gepickt worden. Jetzt setzt man die Prior tatsächlich auf den Toplaner am Anfang. Auf der anderen Seite Wukong, jetzt ein kleiner Flex-Pick. Kann Jungle gehen, kann Toplane gehen, kann aber auch Midlane gehen sogar. Theoretisch tatsächlich sogar auch Mitte. Ja, Wukong, mit, nach seinem Ult-Rework, hat man ihn ziemlich oft gesehen, ist ziemlich stark gewesen da. Seitdem wieder hat sich so eingependelt, sieht man noch trotzdem ab und zu. Jetzt noch Thresh gepickt, ist natürlich auch sehr, sehr beliebt. Also würde ich jetzt sagen, einer der beliebtesten Supporter überhaupt. Und hat wie gesagt alles, hat Shield, kann den ADC safen, Hook, CC, ist alles. Ein Playmaker. Playmaker Slash auf jeden Hook, Fall. Slash ja. Lantern, mit der E kann er Leute interrupten, wenn irgendwie jemand auf einen drauf springt. Aber Morgana, da ein guter Pick dagegen. In der Solo-Key sieht man es oft, dass Supporter, falls sie sich für einen aggressiven Supporter entscheiden, wie einen Blitzcrank, wie einen Flash, tatsächlich immer für den Morgana-Wand entscheiden. Du weißt immer schon, wo bei den Gegnern der Supporter ist, weil er eben oft Morgana rausnimmt. Einfach da ein guter Counter, vor allem auch gegen Flash, denn seine Q bleibt erstmal bestehen. Man kann sich auch hinterherziehen, ja. Aber man wird eben nicht CC, man wird nicht so zweimal zurückgezogen, wie es beim Flash-Hook halt eben ist. LeBlanc, auch sehr interessant, ein Assassin auf Midlane. Dagegen Galio, das ist Galio, natürlich übel. Das ist übel. Vor allem Galio, glaube ich, der beste Pick gegen AP Midlaner. Mit seinem Shield, mit seinem W. Wenn die LeBlanc reinspringen, macht er einfach W, E, Q. Kann sie wahrscheinlich sogar one-shotten und sie kann sich immer mehr bewegen dabei. Ja, vor allem gegen Assassin AP Midlaner ist das sehr, sehr stark. Gegen eine Cutter oder sowas auch sehr, sehr gut. Hat natürlich auch das, ähnlich wie Shen, mit seiner Ultimate kann da auf die Botlane, auf die Toplane ulten. Kriegt da ein kleines, oder die Teammates kriegen ein kleines Shield. Und jetzt haben wir auf der nächsten, als nächsten Bann hier Trundle und Kane, also zwei Jungler wahrscheinlich, rausgenommen. Wieder beides eigentlich sehr, sehr starke und aggressive Jungler. Also dadurch, denke ich mal, sind zwei sehr, sehr gute Bans, würde ich sagen. Ja, zwei gute Bans und der nächste Echo auch nochmal rausgenommen worden. Und damit jetzt der letzte Bann für Need Toilet Paper. Ich glaube sogar, ich bin mir nicht sicher, ich schaue gleich nochmal nach hier auf dem Computer. Ich glaube, sie haben das Schild rausgenommen bei der Galio Ult, weil es eben zu OP war. Und sie haben ultimativ, also sie haben einfach hier 200 Sekunden auf dem ersten Level. 200 Sekunden, du kannst einfach die Essen machen, trinken holen, aufs Klo gehen und dann kannst du nochmal ulten. Also wirklich insane. Wie gesagt, Galio Ult ist eine starke Ult gewesen. Galio war am Anfang total OP nach dem Rework. Mit der Q, weißt du noch, damals konnte man jeden One-Shotten und so. Dann hat man die Q genervt, die Ult genervt, alles an ihm genervt. Auch zum Beispiel die Flash-W-Kombo genervt. Dass sie jetzt einfach nicht mehr geht, finde ich sehr, sehr schade. War immer ein cooles Play. Klar, man hatte nicht viel Counterplay dagegen. Aber man hat es wenigstens gesehen, wenn er die W aufgeladen hat. Wir wollen aber auch über die Picks reden. Denn Caitlyn jetzt eingeloggt für LTS. Und die Teamcomp gefällt mir bis jetzt sehr, sehr gut. Gefällt mir auch sehr gut. Vorher hat man noch den Fiddlesticks rausgenommen. Fiddlesticks natürlich auch ein sehr ekelhafter Champion, würde ich jetzt sagen. Vor dem Rework und jetzt auch nach dem Rework. Und jetzt haben wir hier den Ezreal-Pick gegen Caitlyn. Also man denkt sich hier wahrscheinlich, man hat genug Damage. Apropos Damage, man pickt hier wahrscheinlich noch eine Damage. Ich frage mich jetzt bloß, ist es Brand Jungle dann? Morgana Jungle? Ah, Brand Jungle, Morgana Jungle, sowas in die Richtung. Bin mir jetzt mal gespannt, ob sie sich tatsächlich für den Brand entscheiden. Wäre vielleicht gar eine interessante Variante, sieht man nicht so oft.
Eine Sekunde haben sie noch Zeit, das Ganze zu ändern. Aber es wird tatsächlich der Set Jungle dann werden wahrscheinlich. Morgana Support oder Set Support Morgana Jungle. Auch das eine Möglichkeit. Ich würde jetzt mal persönlich sagen, Set Jungle vielleicht ein Tick stärker. Ein bisschen besseren Clear, aber auch Morgana kommt da ganz gut zurecht. Jetzt Kind wird eingeloggt. Auf jeden Fall auf der Seite von LTS und jetzt ist die Teamcomp complete. Es wird auf jeden Fall der Set Jungle werden. Damit haben wir unsere Teamcomps wieder ins Game rein. Jetzt haben wir lang genug überbrückt. Nidhogg und Braver gegen LTS. Ja, was wir vorhin schon gesagt haben, kein Invade zu sehen. Und ja, mal schauen, wie sich die Jungler hier schlagen. Wir haben es jetzt gesehen auf dem Set. Der hat es jetzt tatsächlich gemacht, hat ein Ward geplaced und ist zurückgegangen. Und hat sich hier den Sweeper geholt, was natürlich zurzeit viele machen. Die erste Ezreal Q ist auch drauf. Wahrscheinlich hat er Mana Flow Band dabei. Dann war das jetzt schon mal Wolf. Ja. Da hat er jetzt schon ein Stack. Game gewonnen. Wir sehen jetzt hier auf der Caitlyn das Exhaust. Dagegen auf dem Ezreal noch den klassischen Heal. Also ich weiß ja immer noch nicht so ganz, was das Beste ist. Viele spielen es mit Exhaust. Du spielst ja auch mit Exhaust, Philipp. Also kannst vielleicht mal da deine Erfahrungen... Ja, gegen Ignite ist eben Heal immer so semi-useful. Jetzt schau ich mal, hat der Jungler gerade den Buff bekommen? Das sah so aus, als... Warte, die Kamera auf Botlane schaltet. Also ich... Set hat... Hat die nicht bekommen! Ich wollte es gerade sagen, das sah so aus, als hätte Morgana irgendwie den Buff bekommen. Morgana hat den Buff bekommen, jetzt den Red Buff am Start. Also, boah, das ist natürlich jetzt ein Tilter für den Set, dass er dann nicht den Buff bekommt. Also Exhaust stärker, weil aktuell vielleicht, weil gegen Heal... gegen Ignite Heal einfach nicht so stark ist, weil du dich eben nicht mehr so stark healst und Exhaust auch einfach nur eine gute Möglichkeit bietet, dich entsprechend vielleicht vor dem Nahen zu schützen. Wenn er einfach auf dich draufläuft, dann kannst du ihn einfach Exhaust, dann macht er dir nicht mehr so viel Damage, dann kannst du vielleicht warten, bis er in Support dir zu Hilfe eilt und jetzt natürlich ein großer Tilter für den Set hier. Als Jungler immer schwierig, wenn man den Buff nicht bekommt am Anfang. Ja, und die Morgana vor allem, die kann, wäre es wenigstens der Ezreal gewesen, okay, aber die Morgana kann natürlich damit relativ wenig anfangen und da hat man wohl zu lange gepult und dann... Ich glaube, sie hat eine Dummy hier sogar drunter gelegt und dann ist er einfach, weil sie war nämlich schon weg und dann kam dieser Streifen, dass sie den Buff bekommen hat und hat ihn sich quasi noch so securen können. Jetzt der Galio dasht hier rein, W sofort benutzt von ihm und man sieht, er kommt da gut klar gegen die LeBlanc, die muss irgendwie im Early Game ihn versuchen zu punishen, denn ab ein, zwei Items, da ist er einfach unkillable für sie. Ja, der Nah punisht hier auf jeden Fall den Wukong komplett. Also wir sehen hier dieses Range gegen Melee Matchup, das zahlt sich auf jeden Fall bis jetzt aus. Doppelt so viel Farm wie der Wukong und punisht ihn sogar im Tower. Also das ist auf jeden Fall hier gut gespielt vom Nah so far. Ja, schöner Hook jetzt hier auf die Morgana Black Shield, auf den ADC. Das ist natürlich eine Combo, die kann man machen. Binding ist aber auch drauf, Autotex mit dem Red Buff jetzt drauf. Morgana muss aber aufpassen, dass sie jetzt hier den Red Buff nicht abgibt an die Caitlyn oder den Thresh. Sie überlebt das Ganze nochmal. Ignite wäre ready für sie gewesen. Hätte man vielleicht da gehen können für einen Kill auf der Caitlyn. Sie hat, wie gesagt, keinen Heal zur Verfügung. Jetzt aber Red Buff auch mal drauf auf dem Nah. Der muss jetzt hier aufpassen. Hat eigentlich hier immer gut gepunished den Lane Opponent. Jetzt wird aber vielleicht hier gepunished von der Kindred. Galio, da steht ja auch nochmal rein. Zed kommt auch dazu. Kindred macht jetzt hier super viel Damage. Das ist eine Situation, die liegt hier mit Autotex an den einen oder anderen. Jetzt wieder schöner Hook auf dem S-Wheel, die Trap applied, aber nochmal hier schön gedodged mit dem Morgana Black Shield und das wird nicht gesteelt. Hier gezogen auch nochmal von S-Wheel. Also es geht gut ab im Early Game, aber noch kein Kill hier auf beiden Seiten gefallen. Ja, sehr viel Action hier, aber trotzdem, der Thresh hat doch den einen oder anderen Hook connected und es wurde tatsächlich sehr, sehr gefährlich, als der S-Wheel da Richtung Trap gelaufen ist. Da kam nochmal das Black Shield durch, aber trotzdem guter Versuch hier, um den Ezreal zu killen. Ja, und hier will man jetzt den Set auf jeden Fall bekommen. Diesmal soll das klappen, obwohl er hat noch Flash zur Verfügung. Aber da kommt die Botlane von der anderen Seite und dann waren es vier Mann. Und der Set muss auf jeden Fall hier sein Leben geben. Und die Toilet Paper jetzt mit dem ersten Death. Ja, wir schauen es uns nochmal kurz im Replay an. Der Set war sich doch da relativ sicher, hat keinen gesehen. Dann sieht er den Galio und die Kindred und auf einmal waren vier Leute da. Hat noch mit der W versucht, irgendwie wenigstens die Krabbe zu bekommen. Aber letzten Endes muss er dran glauben. Und geht nur noch, dass der Toplaner runter TP. Ja, das war dann das First Blood letzten Endes für die Kindred. Ja, und damit ein guter Start für sie hier in dieses Game. Kriegt jetzt hier die Krabbe. Drake wäre auch schon ab, aber das ist jetzt ein bisschen zu früh. Kindred muss jetzt hier erstmal resetten, muss das Geld ausgeben, das jetzt gerade bekommen hat durch das First Blood. 500 Gold Lead. Ganz klar, natürlich durch das First Blood 400, 500. Immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wer gerade den Farm bekommt. Apropos Farm, wir können mal auf den Farm schauen. Galio hier ein bisschen im Nachteil.
liegt wahrscheinlich einfach daran, dass LeBlanc aktuell noch den Range-Vorteil hat und das relativ gut ausnutzen kann. Auch Toplane mit dem Range-Vorteil. Ein guter Farm-Leader. Auf Botlane sieht es genau andersrum aus. Da hat Caitlyn ungefähr 10 Farm mehr. Ja, jetzt schauen wir mal. Der Galio Mitte geht direkt wieder rein. Direkt wieder rein. LeBlanc flasht. Damit weiß er jetzt, dass das der Klon ist. Und dann kriegt er den Kill. Aber nicht herzlich für TP entschieden. Und Aftershock damit sehr defensiv. Aftershock ja Standard. TP auch wahrscheinlich auf Galio Standard. Wenn Ignite dabei gewesen wäre hier auf seiner Seite, hätte er wahrscheinlich hier den Kill bekommen. Aber der macht hier doch extrem viel Damage dafür, dass er ja Aftershock dabei hat und kann hier die LeBlanc tatsächlich dazu forcen, wegzugehen und kriegt hier jetzt vielleicht den Push durch und ein gutes Backport-Timing. Ja, man sieht es, Kinn wird jetzt auf dem Weg Richtung Drake, hat da ein Pinkwort gestellt. Man weiß auf jeden Fall Bescheid, wenn die Turtle Paper sich entscheidet, vielleicht mal Richtung Drake zu gehen. Man muss jetzt Botlane ausnutzen. Man sieht es, Caitlyn mit dem BF am Start. Jetzt flasht aber erstmal ein Galio über die Wand. Zed denkt sich Hallo und flasht auch erstmal weg. Der hat da wahrscheinlich kurz einen Schock bekommen. Ich wollte eigentlich sagen, Botlane, Caitlyn mit einem BF am Start gegen ein Tier. Das muss man ausnutzen. Das ist quasi super viel Damage gegen gar kein Damage. Den Tier gibt ja an sich kein Damage, sondern hilft erstmal nur später mit dem ausgebauten Item dann eben mehr Qs zu spammen, mehr Damage zu haben, aber aktuell eben kein Vorteil für ihn. Der hat sich nicht für die Schienen entschieden, hat aber wahrscheinlich nicht genug Gold dafür gehabt. Deswegen müsste man jetzt vielleicht Botlane versuchen, viel zu fighten und nimmt auch sofort den Drake mit der Pressure. Den Drake, man hat ja, wie gesagt, durch das Galio-Flash hat man hier den Zed auch dazu geforst, über die Wand zu flashen. Und dadurch wusste man, okay, er ist wahrscheinlich nicht mehr Botside und konnte hier eigentlich den relativ free Drake mitnehmen. Ah, das Binding trifft hier nicht ganz, aber wie gesagt, es sieht gut aus für LTS auf der Botlane. Mit der Caitlyn sind sie da gut dabei. Die kann da gut arbeiten, auch ein Blick aufs Gold verrät uns, dass da ungefähr 300 Gold mehr am Start sind für die Caitlyn auf Midlane. Sieht relativ ausgeglichen aus. Im Jungle ein großer Goldie tatsächlich schon von gut 600, 700 Gold für die Kinder. Toplane sieht es genau andersrum aus. Da sind es ungefähr 400 Gold mehr. Zu den Nah- und Support-Positionen sieht es wirklich fast exakt gleich aus. Und der Thresh, der muss jetzt da irgendwie schauen, dass er die Hooks da drauf bringt. Gegen Morgana, Blacksheet, gegen SWLE, da wird es schwierig. Ja, die LeBlanc versucht immer wieder zu engagen, aber gegen den Galio wird das nicht so ganz was. Also der kriegt hier kaum Damage, auch mit der Full-Combo nicht. Und Toplane sehen wir ja, einen ordentlichen Farm-Lead. Also der spielt den Nahpick ganz gut aus und jetzt ist der Zed hier Botlane. Ja, Zed Botlane, das könnte ein guter Gank werden, denn LTS haben das irgendwie nicht gesehen. TP kommt aber sofort durch, jetzt muss die Caitlyn da irgendwie weg, aber wird sofort gelöscht vom Ezreal. Und das war ein schönes Binding von der Morgana. Man kriegt jetzt hier noch die Lantern und bringt Galio noch in Sicherheit, aber da verliert er jetzt natürlich viel. Er hat jetzt den TP geused und wir schauen uns das Ganze nochmal im Replay an. Wir sehen jetzt hier der ganz sneaky, der Set hier von der Seite, man hat ihn sehr, sehr lang nicht gesehen. Dann kommt noch das TP, aber die Caitlyn wird komplett zerstört, sofort. Der Galio rennt hier mit seinem Speedbuff nochmal raus zur Lantern und kommt. Links Kurve, rechts Kurve, Lantern und tschüss. Ja, kommt hier gerade noch raus, trotzdem kein gutes TP letzten Endes, aber man kann der TP nicht mehr abbrechen. Oh, Kindred muss sofort die Ult ziehen. Wukong kommt jetzt vielleicht nochmal dazu, sie hätte Flash zur Verfügung, muss da vielleicht über die Wand flashen, kriegt jetzt hier ihr Mark durch, aber sie sagt sich, ach, das war gar nicht der Wukong. Doch, der Wukong war da, der hat sich zurückgezogen, der Set war auch noch da und damit der zweite Kill für die Toilet Paper. Genau das, was ich gesagt habe, sie geht für das Mark im gegnerischen Jungle und sie wird dafür gepunished, weil man eben weiß, dass sie früher oder später dafür gehen wird. Ja, die Nah-Ult war auch sehr, sehr gut. Man hat jetzt hier einen Kill auf der LeBlanc. Das könnte natürlich sehr, sehr wichtig gehen, um die Caitlyn, die mittlerweile auch relativ gut dabei ist, später rauszunehmen oder zu one-shotten und vielleicht die Landing-Phase gegen den Galio doch ein bisschen einfacher zu machen. Ja, Double Buff am Start für die LeBlanc. Das ist auf jeden Fall nicht angenehm für den Galio. Der geht jetzt tatsächlich erstmal auf wahrscheinlich ein Protobelt first, um da einfach ein bisschen mehr Damage zu haben. Man sieht es aber, die CC-Chain ist am Start ein bisschen früher die W auslösen. Dann bekommt er sie da sogar noch mal ein bisschen mehr Damage durch. Und man sieht es mit der Q sogar hier nochmal die Passive ausgelöst von der LeBlanc. Also wenn er Ignite mitgenommen hätte, hätte er wahrscheinlich schon den einen oder anderen Solo-Kill sich sichern können. Auch die Caitlyn sichert sich jetzt hier was Solo. Und zwar ein Twilight-Plating, vielleicht sogar noch ein zweites. 160 Gold ist auf jeden Fall mehr am Start für sie. Ja, Platings sind natürlich im Early Game eine sehr, sehr gute Option, um hier das ein oder andere Gold extra zu verdienen. Und jetzt wird es hier spannend. Der Thresh ist Richtung Zed invaded. Und man ist hier mit sehr vielen Membern und pusht hier den Zed quasi aus seinem eigenen Jungle raus. Ja, der muss wirklich aufpassen. Hat kein Flash zur Verfügung. Da kommt ein Support um die Ecke, der ihn CC'en kann, der sogar Flash zur Verfügung hätte. Jetzt muss man aufpassen, hier nicht face-checken. Caitlyn. Denn da steht noch ein SWL hinterm
hinter der Wand, aber man kommt hier gut raus, kann hier gut mit der EQ-Kombo arbeiten und da kommt auch das Team um die Ecke. Man dasht hier über die Wand, fängt sich aber sofort das Binding. Schöner Hook aber vom Flash, der zieht sich da hinterher, wie angesprochen. Er kann da noch hinterher gehen, Flash steht hier auch noch mal rein von der Kinne, kriegt jetzt den Kill und Galen wird der vielleicht hier sogar Solo-Killed werden von der LeBlanc. Die hat hier relativ viel Damage mit dem Double Buff und dem Ignite. Das reicht vielleicht sogar ganz knapp nicht. Er gibt aber hier sein Leben auf, geht gar nicht mehr für den Escape-Versuch und damit ein schöner Solo-Kill für die LeBlanc. Ja, das war natürlich der angesprochene Kill plus Double Buff, der hier der LeBlanc das tatsächlich ermöglicht, den Galio zu Solo-Killen, was wir natürlich nicht so erwartet haben. Und die Astral-Ulti macht sehr, sehr viel Damage schon mit dem Sheen hier. Ja, aber trotzdem die Caitlyn auch gut dabei, hat ihr BF, hat einen kleinen Farm-Lead und kann jetzt hier die Wave noch annehmen. Er kann die Wave annehmen, kann sie vielleicht sogar freezen und damit ein bisschen schwieriger machen für den Ezreal, der wahrscheinlich Base gehen wollte, obwohl er kam vielleicht gerade sogar aus der Base-Toplane. Wie gesagt, sieht es immer noch ein bisschen schwierig aus für den Wukong. Der wird da weiter gepunished vom Nah. Hat zwar Lifesteal zur Verfügung, versucht sich da immer wieder gegen zu heilen, aber hat ein Farm-Defizit gegen ihn und kommt da gerade schwierig alleine klar. Ja, schwierig kommt auch der Wukong alleine klar. Der wird hier von Nah ziemlich hart gepunished. Hier der immer wieder kommt hier ein Auto-Attack vom Nah durch. Und der Wukong kommt hier ganz wenig an Farm. Hat zwar solide 76 Farm, trotzdem der Nah mit einem Vorteil ist jetzt auch mega nah und kann hier die Wave vielleicht noch reinpushen, weil Wukong sich dafür entscheidet. Nein, er entscheidet sich doch nicht dafür, Base zu gehen. Zieht dann doch die Minion-Wave und denkt sich, okay, noch mehr Farm brauche ich auch nicht aufgeben. Das Set jetzt wieder around Top Lane. Versucht da den Gorm zu nehmen. Ich schau mal drauf, ob Nexus Kindred Mark schon wieder da ist. Sieht aktuell nicht so aus, aber der Drake wäre schon wieder da. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit hier für LT Supreme, sich ein bisschen mehr Gold zu sichern, indirekt zwar, aber natürlich mit dem Buff wäre man natürlich deutlich kräftiger. Ocean Drake, auch Dustin Drake, den kann man mal gut alleine mitnehmen. Der ist nämlich einfach 2,5% mehr Heilung und den nimmt man auch hier sofort mit. Ist nicht schlecht, wie gesagt. Ist nicht mehr nur Out of Combat, sondern ist immer, und das ist einfach gut für den Fight, für Out of Combat, für die Lane, für alles. Ja, es wird eine Cloud Drake Solo und schau dir mal den Farmunterschied im Jungle an. Also boah, 49 zu 93, fast 50 Farm mehr für die Kindred. Jetzt will man hier sogar für den Dive gehen, aber das war der Klon. Er flasht jetzt erst hinterher, jetzt Spin to Win vom Wukong. Wird jetzt hier dann nochmal abgeholt von Beat My Beerwurst, aber da hat er den Klon einfach eiskalt gegen die Wand geschlagen. Wir schauen es uns nochmal kurz an. Hier das Play, der Nah pokt den Wukong da ziemlich low, springt dann hier rein mit der Ultimate, ultet hier aber den Klon, sieht nicht, dass der Wukong hier wegflasht und er flasht dann nochmal hinterher, der Cube geht daneben, aber Spin to Win bringt hier trotzdem gar nichts. Letzten Endes kann sich der Nah noch mit W-Auto-Attack Kills sichern und wir hören jetzt hier. Botlane, da geht's ab. Das ist ein guter Fight für LTS. Die kriegen hier den ersten Kill durch und vielleicht sogar den zweiten. Caitlyn, oh, da reicht ganz knapp nicht. Schade, das wäre der nächste, das wäre der Ausgleich gewesen. Der vierte Kill für LTS, aber wichtig, dass die Caitlyn da mal den einen Kill durchbekommen. 116 Farm, 120 Farm, sagen wir mal, für sie jetzt auch am Start zu 100 Farm. Also hat auch einen guten Lead, kriegt jetzt hier das nächste Turret-Plating durch und damit ist Caitlyn auf jeden Fall gut dabei. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr gut dabei. War schon lange nicht mehr Base, also hat sich ja vorhin nur das BF geholt. Also ich denke mal, jetzt wird vielleicht sogar, ich bin mir nicht sicher, ob das Infinity Edge schon kommt. Oh, schöner Taunt, der war aber doch fast nicht drauf und der One-Shotte der fast die LeBlanc. Also er macht wirklich gut Schaden, ne? Protopelt jetzt am Start, jetzt geht er da, vielleicht eher erstmal ein bisschen defensiver. Caitlyn jetzt in der Base mit dem Infinity Edge, das ist angesprochen, wahrscheinlich relativ knapp gereicht. Aber es hat gereicht, plus die Boots, oh, die waren auch noch drin, also Berserker Boots. Plus Infinity Jets ist auf jeden Fall eine gute Kombi. Du hast ein bisschen Attack Speed, bisschen AD, bisschen Crit, das ist auf jeden Fall für den Start nicht schlecht. Und Kindred bekommt das nächste Mark, das ist sehr wichtig für sie. Ja, Kindred hat sich auch meanwhile den Herald genommen, also da könnte man das eine oder andere machen. Gerade wenn der Galio hier so weiter pressured und die LeBlanc dazu forced back zu gehen, das passiert jetzt auch. Aber noch hat die Kindred das nicht gecheckt. Also man muss jetzt hier so langsam sich für eine Lane entscheiden, wo will man jetzt den Herald sichern, setzen. Wo will man jetzt hier reinpushen und sich den ersten Turret sichern? Man hat Herald ja wie gesagt zur Verfügung. Das wäre die Möglichkeit, ihn hier vielleicht Botlane zu setzen. Da ist man vielleicht aktuell am stärksten. Man muss jetzt hier aber aufpassen. Flash wird jetzt hier vielleicht gecatcht werden. Aber er hält wie gesagt erstmal relativ viel aus. Ist nicht so squishy wie die Senna. Die wäre jetzt bei diesem einen Binding schon wieder gestorben. Ne? Infinity Edge, wie gesagt, der am Start für die Caitlyn. Die kann damit wahrscheinlich auch gut austeilen. Bin mal gespannt, mit wie viel Auto-Tags sie im Endeffekt hier den Ezreal vielleicht sogar killen kann. Der aktuell mit sehr so ein paar Teil-Items. Das ist so das Leid eines Ezreals, dass man immer viele Teil-Items hat. Die Tier relativ früh kauft, der Sheen relativ früh kauft. Dann noch irgendwie eine Pickaxe kauft. Und
und dann die Tier auszubauen, dann irgendwie noch, bis man dann Trinity Force gebaut hat. Da kauft man auch gefühlt nochmal alle Items von League of Legends zusammen. Also aktuell ganzes Itembild quasi voll, aber kein einziges Item am Start. Ganz genau, und der Nah geht einfach weiter Toplane durch. Der Tower hat auch schon sehr gelitten mittlerweile. Also der dominiert hier seine Lane komplett und jetzt... Jetzt muss er tatsächlich ulten, um eben hier nochmal den Tower zu safen. Aber die Frage, war das worth? Er geht jetzt auch back, gibt den Tower auf. Denn LT Supreme, die spielen hier einfach um. Boah, den schöne Ult vom Zed, schöne Interaktion hier von ihm. Flasht dann sogar da nochmal weg. Und schön gemacht von ihm, hat den Galio in seinem Dash abgebrochen, ihn dann zurückgeworfen mit dem Flash, auch nochmal dem W entkommen. Und LT Supreme entscheidet sich auch wirklich dafür, dass die Toplane aufgeben, da nicht helfen und einfach viel um Botlane spielen. Ja, hier das Binding ging daneben ganz knapp. Und auch der Hook wurde leider vom Ezreal abgewehrt. Aber jetzt ist die Kindred Botlane, die LeBlanc auch. Ja, Kindred dasht da sofort rein. Macht, wie gesagt, schon gut Schaden, wenn das Mark drauf ist. Wenn diese 3-4 Autotags rauskommen mit dem Q, dann macht sie einfach richtig gut Schaden. Sie hat schon BF-Sort sogar am Start. Jetzt kriegt man den First Turret. Gerade noch so Galio Mitte mit dem First Turret. Wukong, der stirbt dafür. Aber das ist gut, dass man hier den First Turret noch bekommen hat. Den Toplane, der war schon gefühlt die ganze Zeit fast weg, der Tower. Jetzt kann aber der Nah natürlich free roamen und versuchen hier nochmal den Galio zu catchen. Aber das wird schwierig. Der ist relativ schnell mit der W auch ziemlich tanky. Man sieht es hier auch gegen AD Champions ist er schon gut tanky dabei. Ja, er hat ein Proto-Belt, aber trotzdem verliert er kaum Leben. Der Nah hat jetzt hier seine Toplane-Dominanz ausgenutzt und den Drake bekommen, nicht den Drake, den Tower bekommen. Aber wie du es gesagt hast, der Galio hat natürlich vorher den Tower bekommen. Das war ganz, ganz knapp, aber letztendlich ziemlich gut. Der Thresh-Hook connected hier nicht ganz und jetzt langsam sollte man sich entscheiden, den Herald irgendwo zu setzen. Ja, der Herald, der läuft sonst bald aus Mitte. Wie gesagt, der Tower schon weg. Botlane wäre da vielleicht die bessere Wahl. Oder man geht natürlich Mitte für den T2, aber da wird das Ganze wahrscheinlich nicht reichen. Man kann natürlich jetzt auch den Herald setzen und den Drake machen. Das ist auch eine beliebte Variante bei Teams. Wenn man sagt, man nickt nicht aktiv den Herald für den Tower, sondern man gibt ihn quasi auch für den Drake. Aber es sieht so aus, als würde LT Supreme den nächsten Drake einfach for free bekommen. Ja, einfach for free. Damit 3 Drakes nach 17 Minuten. Und das wäre natürlich eine sehr schnelle Seele. Und das wäre natürlich auch ziemlich, ziemlich gut für LTS. Ja, man sieht's, die macht da nicht mehr so viel Schaden an diesem Galio. Ich glaube, jetzt ist der Punkt, wo sie nicht mehr killen kann. Jetzt Herald Botlane gezogen, wir haben es angesprochen. Also Shelly jetzt mit dem nächsten Dash wahrscheinlich auf den Tower. Das sollte auch schon reichen. Das ist wahrscheinlich aber auch der einzige Dash, den man hier durchbekommen wird. Ja, das reicht noch nicht ganz, aber jetzt kriegt man den Tower. Vielleicht will man sie hier sogar nochmal weiter gehen und den nächsten Dash durchbekommen. Denn das ist einfach nochmal Damage am T2. Der regeneriert ja auch noch nicht, der T2. Denn nur der In-App Tower und die Nexus Tower regenerieren aktiv. Das heißt, da kriegt man den Damage durch und er bleibt auch. Und dann kann man da vielleicht mit dem Split Push den nächsten Tower dann holen. Die hier viermal Botlane. Man kriegt noch den nächsten Charge durch, ganz knapp. Oh, das war ganz knapp. Ganz knapp, man hat hier noch gesmited, glaube ich sogar, aber trotzdem hat es nicht mehr ganz gereicht. Die Hälfte des Lebens hat Shelly noch mitgenommen und jetzt war man hier 4-Mann-Bot, zieht sich hier zurück, resettet vielleicht einmal. Dann ist man doch eigentlich ganz gut dabei, obwohl man in Kills zurückliegt. Ja, und viele denken jetzt vielleicht, wenn Platz 9 gegen Platz 7 spielt, dann wird es eine richtige Fiesta, aber es ist ein richtig taktisches Spiel. 5 und 3 Kills, also 8 Kills erst am Start nach 18 Minuten, das ist nicht besonders viel. Und der Wukong ist ja schon, der Gnar disconnected erstmal, ich wollte gerade sagen, der kommt dann auch sofort die Pause durch. Das bietet uns die Möglichkeit, gleich mal ein bisschen über das Game zu reden. Ich habe gesagt, 8 Kills, das ist nicht besonders viel. Und guter wiedergefunden, ne? Und es geht sofort weiter. Zed, ein guter Duellant eigentlich. Gegen die Kindred ist die Frage, reicht das, um sie zu töten? Aber schau dir immer noch den Farmlead an von der Kindred. Der ist schon massiv. Das sind 60 Farm ungefähr. Und jetzt der Thresh rennt hier in den Nah rein. In den Nah rein. Der muss sich aber zurückziehen. Weiß, dass Caitlyn around ist. Weiß, dass da noch wer kommen kann. Caitlyn hier, man sieht es schön, mit der Mastery Overheal am Start einfach da nochmal ein Schild zu generieren. Wahrscheinlich dann auch Lifesteal in den Runen mit dabei, um da entsprechend nochmal ein bisschen über aufs Overheal zu gehen. Ist ja eine gängige Taktik eigentlich bei den ADCs. 5:3 steht es immer noch. Wie gesagt, kurz Ingame-Pause wegen einem Disconnect. 2000 Gold Lead ungefähr für LTS. Ja, ungefähr 2000 Gold Lead, wie du gesagt hast. Der Wukong hat jetzt sein Blade ready. Aber der Nah ist trotzdem natürlich sehr, sehr stark. Hat jetzt auch ein bisschen AD, Armor, wollte ich sagen. Und die Kindred ist extrem stark, wie ich schon vorhin gesagt habe. 164 Farm, hat hier gepowerfarm, ist jetzt auch mittlerweile Level 11 und natürlich macht sie jetzt einiges an Damage. Und man hat ja den Galio gegen die LeBlanc,
Also die LeBlanc kann da natürlich auch nicht allzu viel machen. Und der Thresh befördert hier den Set wieder in seinen eigenen Jungle. Und letzten Endes passiert hier in dem Fight gar nichts. Ja, man spielt das Ganze jetzt ein bisschen langsam, weil ich glaube, LTS kann jetzt einfach 2 Minuten warten, bis sie eben diesen Drake bekommen. Das wäre, glaube ich, eine gute Möglichkeit für sie, einfach dieses Spiel nochmal für sie dann zu beschleunigen. Nach 2 Minuten jetzt einfach kurz chillen, nicht sterben, keine Kills abgeben, den Goldlead, so lassen wir es. Man sieht, Galio kommt hier nicht an den Azure ran. Du hast gesagt, er braucht ein bisschen, er hat sich nicht fürs Trinity tatsächlich entschieden, sondern fürs Iceborne Gauntlet, das die defensivere Variante, die ich aber eigentlich ganz cool finde, denn er kann den Gegner mit jeder Q slowen und im Late Game, wenn er die Q trifft, hat er, glaube ich, 3 Sekunden Cooldown. Das heißt, slow, 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 macht aber auch trotzdem gut Damage, kann ein bisschen auf sich selber aufpassen, was ADCs ja meistens nicht können, auch mit der E und der Q dann eben viel Utility am Start und auch gut Tankiness. Ja, die Caitlyn kommt jetzt aber auch gut rein langsam, hat jetzt gerade eben ihr Shutdown Gold bekommen auf sich selber und 190 Farm auch ganz gut dabei für 20 Minuten, 21 Minuten und man hat jetzt diesen klassischen Swap gemacht, ja, die Botlane auf die Toplane geschickt und hier gegen die LeBlanc tatsächlich geschickt. Und die Dash jetzt da rein, kriegt aber 2 Autodecks von der Caitlyn ab und merkt dann, dass es vielleicht ein bisschen schwierig ist, dafür tatsächlich zu gehen. Binding trifft jetzt hier auf der Kindred, da wäre vielleicht eine Möglichkeit, sie generell zu catchen. Und es ist hier 3 gegen 2, aber auch da kriegt man keinen Kill durch. Ja, und der Nah kann hier den Wukong auf jeden Fall wieder auf Botlane reinpressuren. Und die Kindred ist halt wieder Topside. Also man punisht hier den Nah überhaupt nicht. Der ist Level 13, hat 164 Farm, 2-0. Und ist eigentlich echt gut im Game. Und LeBlanc dasht da jetzt schon wieder rein, aber man kriegt einfach die Kette nicht da. Und trifft man die Kette, dann wird das vielleicht eher was. Aber so geht's aktuell schwierig. Und jetzt muss der Thresh hier vielleicht sogar richten gegen die LeBlanc. Sie ist halt zurückgesprungen, um eben den Hook zu dodgen. Aber jetzt reicht's wahrscheinlich nicht mehr. Ult kommt durch und sie überlebt das Ganze tatsächlich nochmal. Hier nicht genug Schaden, aber der Nah, der hat einfach ein leichtes Spiel aktuell gegen Wukong. Dem gefällt's, dass der Wukong da auch Botlane gegangen ist. Und das klappt für NTP ganz gut. Ja, der kann hier seine Pressure weiter ausspielen und der Wukong kann eigentlich fast gar nichts dagegen machen. Und der Baron wäre jetzt auch ab und den könnte man natürlich irgendwann als nächstes angehen. Was man auch angehen könnte jetzt in 3 Sekunden ist der Drake. Der wäre natürlich sehr wichtig für LTS, für die Soul, aber auch NTP könnte den natürlich contesten und wirklich versuchen, die Soul noch so lange zu denyen. Ja, das ist natürlich jetzt die Variante für LTS, da für die Drake Soul zu gehen. Und es sieht so aus, als würden sie die auch bekommen. Jetzt dasht aber hier LeBlanc über die Wand. Man versucht hier den Steal zu wagen, kriegt ihn aber nicht durch. Kindred mit dem Drake diesmal safe bekommen. Vorhin haben wir gesehen, der Lee Sin zweimal den Drake gestealt. Jetzt, oh, LeBlanc springt da rein, wird aber Perma-CC'd. Einfach vom Galio. Und der macht mit der W einfach zu viel gegen die LeBlanc. Das war keine gute Idee da rein zu springen. Ja, das war natürlich echt eine schlechte Idee, in 4 Leute reinzuspringen als LeBlanc. Der Hook kam natürlich direkt raus und man wurde perma-CC'd. Ich glaube, der Taunt vom Galio war relativ früh draußen und somit konnte die LeBlanc hier nichts machen und stirbt hier. Oh je, das ist eine Trap, da sollte man nicht reinlaufen. Die Frage, wer läuft da rein? Man geht jetzt den Baron an, entscheidet sich nicht für die Trap zu gehen. Das ist wahrscheinlich auch die bessere Variante, denn man hat super viel Damage auf dem Baron mit der Kindred, mit der Caitlyn, mit dem Wukong. Und dann kriegt man den Baron wahrscheinlich relativ schnell und relativ sicher down. Ja, relativ sicher sollte das sein. Der Set läuft nochmal in die Richtung, merkt dann aber, er hat keine Chance, das irgendwie zum Contesten. Und jetzt LTS mit sehr schönen Objectives. Man hat hier die 4 Drakes, die Soul und den Baron mitgenommen. Trotzdem noch 1 Kill behind, aber in Objectives eben so weit vorne. Man hat hier jetzt noch den 3. Turret sich sichern können. Und damit sieht es mittlerweile doch sehr, sehr gut aus für LTS. Die können sich auch nochmal einen kleinen Gold-Lead von ungefähr 4000 sichern, obwohl sie eben in Kills 1 Kill behind sind. Ja, und der Baron Buff, der hält jetzt erstmal 3 Minuten. Damit können sie jetzt hier erstmal gut arbeiten im Botlane, aber der Nah erstmal wieder gut hier am Split-Push. Jetzt muss er aber aufpassen. Jetzt wird er vielleicht das erste Mal tatsächlich gepunished. TP hätte er zur Verfügung, damit kommt er aber hier sicherlich nicht raus. Muss jetzt irgendwie die Megaform gehen. Dann hat er vielleicht hier eine Möglichkeit. Schmeißt die 2 Leute gegen die Wand. Muss vielleicht hier die Kindred Ult forcen. Dann kann er das Ganze vielleicht noch überleben, aber er kriegt einfach zu viel Damage. Und Beat My Bierwurst jetzt mit dem ersten Tod. Jetzt hat man ihn endlich mal bekommen. Ja, man hat ihn endlich bekommen. Das ist natürlich jetzt nicht so gut, dass der Nah hier stirbt, weil man kann jetzt natürlich den 30 Sekunden lang nicht mehr auf die Sideline schicken. Und man hat natürlich auf Seiten von LTS auch noch den Baron-Buff zur Verfügung. Oh, schöner Hook wieder hier auf die Morgana, die setzt das Space Shield. Ein Set, der steht da immer noch unten im Busch, währenddessen der Supporter hier fast downgechased wird. Hoffentlich für den Set
checkt da niemand den Busch, sonst wird es ziemlich schmerzhaft für ihn. Jetzt kommt der absolute Flank von hinten. Jetzt kann er hier vielleicht jemanden mit in den Tower nehmen. Und Galio, der macht super viel Damage auf dem S-Rail. Und jetzt ist Zed irgendwie auf der falschen Seite gefangen. Hat da auch niemand, der ihm hilft. Beat My Beavers kommt jetzt wieder ab. Auch der Galio versucht hier nochmal für den Catch zu gehen. Auf dem S-Rail überlebt das Ganze nochmal. Und jetzt muss Zed da irgendwie weg. Denn jetzt ist der Inhib down und jetzt zieht sich LTS zurück. Ja, LTS rotiert jetzt auf Midlane, nimmt da auch noch den Tower mit. Und man hat hier den S-Rail Flash gezogen. Auf Toplane wird es jetzt nochmal knapp. Ja, Wukong kommt aber raus, ist relativ schnell, hat das Blade nochmal aktiviert und LeBlanc konnte sich eben an ihrem Laner-Pone nicht so hochfliegen, dass er jetzt tatsächlich die Leute one-shotten kann. Erst 1,5 Items für sie am Start nach 25 Minuten. Da geht mehr. Man sieht zum Beispiel beim Galio, der hat schon bald seine 2 Items completed und er macht richtig viel Schaden. Ja, der macht richtig viel Schaden und jetzt könnte hier der Engage kommen. Man zieht sich langsam zurück, nimmt noch das ein oder andere Jungle Camp mit auf Seiten von LTS. Und das war jetzt ein sehr, sehr guter Push mit dem Baron. Man hat es gut ausgenutzt, hat Botlane 2 Tower plus Inhib bekommen und auch Midlane einen Tower. Und das ist natürlich sehr, sehr gut. Ja, 40 Sekunden hält der Baron-Buff noch. Dann ist er erstmal ausgelaufen und du hast gesagt, aber ein guter Push. Man hat Botlane Inhib bekommen, Toplane noch einen Tower bekommen, Mitte noch einen Tower bekommen. Damit hat man eigentlich alles bekommen, was man wollte mit dem ersten Baron. Man kann jetzt nicht erwarten, dass man quasi, wenn man vorher die ganzen T2s noch nicht hatte, sofort die Base im Endeffekt dann auch bekommt. Aber man hat natürlich auch noch die Soul dazu bekommen. Hat jetzt auch die Möglichkeit, in 2 Minuten 20 für den Elder Drake, ziemlich früher Elder Drake, schon unter 30 Minuten. Das sieht man nicht so oft. Da müssen die Teams wirklich schnell für die Drakes gehen. Und das wäre natürlich auch die Möglichkeit für LTS, hier dann das Spiel zu finishen. Ja, Elder ist natürlich sehr, sehr stark für die Teamfights. Und sie gewinnen jetzt schon die Teamfights eigentlich ganz gut. 5 zu 5 steht's, also nur 10 Kills, sage ich jetzt mal. Trotzdem relativ viele Objectives. Und wir sehen das jetzt. Und Zed jetzt mit dem absoluten Flank. Er hat jetzt ewig da gewartet und im Endeffekt bringt es gar nichts. W macht aber nochmal gut Damage, aber der Thresh killt den Zed. Und jetzt ist die Caitlyn irgendwie gefangen. Die läuft nicht mehr weg, aber kriegt die Kindred Ult erstmal ab. Damit überlebt sie das Ganze. Caitlyn, wo bleibst du denn stehen? Jetzt verkauft man hier die Kindred Shutdown. Landet auf dem Morgana, aber die Caitlyn, die hat sich da gerade irgendwie nicht wegbewegt. Im Endeffekt noch geflasht, Kindred Ult gezündet und dann ist es ein 1-2-1 Trade. Ja, die Kindred saved hier. Wir schauen es uns nochmal im Replay an. Die Kindred saved hier gleich die Caitlyn, die ordentlich Damage bekommt. Aber vorher sehen wir den Z-Flank. Hat ihm nichts gebracht letzten Endes. Wird hier vom Thresh dann letzten Endes noch gekillt. Und jetzt die Caitlyn, die steht da, kann sich nicht bewegen in der Kindred-Ult. Saved hier nochmal das Leben von Caitlyn. Und sie geht nochmal nach vorne, flasht raus. Und das Binding trifft die Kindred. Sie wurde komplett verkauft. Frontline ADC war am Start. Ja, das kenne ich irgendwo ja, die Frontline-ADC. Wilde Sache, was sie da auf jeden Fall gemacht hat. Und Kindred muss im Endeffekt dafür dann bezahlen, zweiter Tod für sie, Toplane. Jetzt hat man mal den Galio gegen den Nah, vielleicht ein besseres Matchup hier. Nah auf relativ viel Rüstung erstmal gegangen, mit den Ninja-Tubbies. Und ja, trotzdem kommt er hier ganz gut klar gegen den Galio. Der kann ja aber hier versuchen, auch mit dem Protobelt vielleicht zu One-Shot, ist auf Cooldown. Und da hat er aktuell keine Möglichkeit, auf Botlane wird auch gefightet. LeBlanc muss sich jetzt hier beweisen gegen den Wukong. Und jetzt geht Galio rein und er kriegt hier vielleicht sogar den Solo-Kill. Das reicht aber nicht mehr ganz. Jetzt kommt der Zed von der Seite. Das wird der Kill für NTP. 7 zu 6. Man ist jetzt sogar in Kills ahead. Aber das Gold ist immer noch auf Seiten von LTS. Ja, und jetzt wird es langsam interessant. 20 Sekunden noch left, bis der Elder Dragon spawnt. Der Elder Drake wäre natürlich jetzt sehr, sehr wichtig auf Seiten von LTS. Aber natürlich hat auch NTP die Chance. Sie haben bis jetzt noch keinen Drake gekriegt. Aber jetzt haben sie die Chance auf den Elder Drake. Und somit können sie vielleicht dann ihre Teamfights gut managen und gut spielen und dadurch vielleicht doch nochmal zurückkommen, was jetzt Objectives anbelangt. Ja, man sieht, der größte Goldlead ist im Jungle. Wir haben schon oft angesprochen, der Farmlead ist einfach immens. Man sieht es auch hier wieder, Zed, der wird schon wieder gecatcht. Das ist auf jeden Fall nicht gut, vor dem Elder Drake den Jungler zu verlieren. Das sind auch 5 Mann, die ihn hier engagen. Er versucht hier nochmal alles. Aber im Endeffekt ist es der Kill für LTS. Damit gleichen sie auch 7 zu 7. Und das könnte wirklich 30 Minuten dauern, bis der Elder Drake fällt. Und das wäre ein ziemlich schneller Elder Drake. Auch hier, man sieht es nochmal, Midlane gut im Lead. Der Galio auch auf der ADC-Position, Support-Position. Also nur auf Toplane sind sie leicht im Defizit. Aber das gleichen sie ganz gut aus mit ihrer Teamkomp. Ja, und jetzt wird natürlich der Elder Drake angegangen. Der platzt auch ziemlich schnell. Und außer Ezreal oder Nah stealt den jetzt, sollte der relativ safe für LTS sein.
Ah, da kommt der Wukong sogar nochmal um, die LeBlanc vielleicht sogar abzuholen. Jetzt ist der Elder Drake down und damit sollte die LeBlanc auch down gehen. Sie überlebt das Ganze aber nochmal. Jetzt muss der Nah wahrscheinlich dran glauben. Geht da nochmal rein. Schöne Double Ult von ihm. Hier macht hier nochmal ein gutes Play. Jetzt kriegt man den Klon erstmal down von der LeBlanc. Und jetzt muss auf jeden Fall der Nah dran glauben. Elder Drake execute. Kommt jetzt durch. Cheeseburger killt ihn dann hier nochmal. Und jetzt muss die Botlane von NTP laufen. Der Hook sitzt schon wieder auf dem Esmil. Galio kommt von der Seite, auch hier schlägt der Elder Drake wieder zu, geht hier nochmal in Zone, jetzt Morgana überlebt das Ganze nochmal ganz kurz, Wukong flasht nochmal weg, aber das ist der Double Kill für die Caitlyn und der nächste Kill für den Galio Set, auch er schon wieder respawned, auch er wird schon wieder sofort vom Elder Drake executed und jetzt ist es Last Man Standing, die LeBlanc End von NTP alleine gegen LTS, es war ein Kill. Kein killreiches, sondern ein Game ohne viele Kills und trotzdem ein spannendes Spiel, denn LTS mit dem ersten Sieg wahrscheinlich nach 30 Minuten bei den Franken Finals im Lass mich lügen. Sechsten Spiel haben sie es endlich geschafft, ein Game zu gewinnen und das auch wirklich verdient. Oh.